weihe ich jetzt in die nepalesische Toilettenkultur ein. Erstmal hat man hier ein Haus aus Lehm oder Kuhscheiße, auch gehört. Dann haben wir hier eine tolle Vorhaltür und kommen hinein ins Allerheiligste. Das ist ein Sitzklo. Zum Scheißen natürlich Hose runter, hinhocken und dann dreh dich mal um, dass ich mal meine Hose runterziehen kann. Und dann verrichtet man sein Geschäft und mit seiner linken Hand wäscht man sich dann den, das ist ein bisschen eklig, aber mit der linken Hand wäscht man sich dann den Hintern ab. Die benutzt man natürlich nicht mehr zum Essen, sondern man benutzt dann die rechte Hand. Okay.